Servus, liebe Landschaftsfotografen. Ihr kennt vielleicht das Thema, man ist immer wieder auf der Suche nach dem perfekten Landschaftsfotografiestativ. Und für mich ist es gar nicht so easy gewesen, da eins zu finden. In diesem Video geht es speziell mal um das Sirui ST224. Das zeige ich euch mal. Das habe ich hier. Und ich möchte es auch gleich vergleichen mit meinem alten Stativ, welches ich in über 220 Videos immer wieder am Start gehabt habe. Ja, das Rollei Rock Solid Mark II, Beta Mark II, genauso heißt es. Also dazu habe ich auch ein Video gemacht vor dreieinhalb Jahren, das könnt ihr euch hier mal anschauen. Hat mir echt gute Dienste geleistet, vor allen Dingen, weil ich damit viel im Wasser war, an Wasserfällen, an Bächen, hier am Ammersee, ständig mit dem Ding im Wasser, am Ufer. Also es hat echt gelitten und ich bin tatsächlich ein Heavy User, was Stative angeht. Das heißt Heavy User, ich nutze es zwei, dreimal die Woche, so im Schnitt, manchmal sogar auch öfter. So, warum bin ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig zufrieden mit dem Stativ? Weil ich dachte ja zuerst, das hast du gute 10 Jahre, gibst 300 Euro aus, passt. Aber jetzt nach nahezu vier Jahren, sehe ich, dass sich hier diese Alunasen langsam auflösen. Oder beziehungsweise, die haben jetzt hier schon leichte Dellen. Noch halten die Beine, ja. Aber ich weiß nicht, wie lange das noch funktioniert. Und was jetzt auch der Fall ist, aber das ist mir geschuldet, ich habe das Stativ sehr, sehr selten sauber gemacht. Die Beine, die gingen jetzt vor ein paar Tagen kaum noch auseinanderziehen. Jetzt geht's wieder, weil ich mir im Baumarkt Silikonspray gekauft habe und habe das tatsächlich mal auseinandergenommen. Also man sollte es zwar nicht, also ich kann es nicht nach jedem Fotoshoot sauber machen, da fehlt mir die Zeit dazu und auch die Lust, aber ab und an sollte man die Beine echt sauber halten. Vor allem, wenn man gerade im Meer oder sowas auch unterwegs ist oder es kommt Sand rein. Das Stativ, wie gesagt, ich war lange Zeit zufrieden. Was mich ein bisschen nervt mit dem Ding ist, dass es sehr, sehr schwer ist. Es wiegt so, glaube ich, ohne Kopf, ich glaube 1,7, 1,8 Kilo. Und das merkt man, wenn man ein paar Kilometer läuft. Jetzt kommen wir mal zu dem Sirui-Stativ, wovon ich der Meinung bin, dass das jetzt hier mein perfektes Landschaftsfotografie-Stativ ist. Wenn auch nicht so, wie es jetzt gerade dasteht. Ich werde euch noch sagen, was ich an dem Ding ändern muss und auch ändern werde, damit es für meine Zwecke richtig ist. Dieses Sirui ist preislich sogar teurer als das Rollei. Ich glaube, das Mark II gibt es gar nicht mehr zu kaufen, sondern schon die Mark III-Version von dem Beta. Aber gut, das Sirui kostet, glaube ich, um die 350 Euro ohne Kopf. Und wir haben einen Rollei-Preis von, ich glaube, 300 Euro mit Kopf. Ganz kurz, was muss dieses Stativ für mich können? Ja? Es muss sich zum einen gut anfühlen, wenn man damit arbeitet. Also die Haptik muss passen, da darf nichts wackeln. Ja? Beim Aufstellen muss es absolut stabil sein und es muss für mich zumindest wassertauglich sein und auf keinen Fall wackeln. Das heißt, ich brauche dicke Carbonrohre. Ja, Carbon ist wichtig, weil widerstandsfähig, leicht, es schwingt nicht so arg. Und ist einfach geil. Habe ich ja schon vor 4 Jahren gesagt, Carbon ist geil, ist ein Muss für mich. Und genau, das ist einfach wichtig, dass ich mit den Schaltern, mit den Hebeln hier gut klarkomme. Auch im Winter, wenn man mit Handschuhen arbeitet, dass man da halt kein Hässel, sag ich mal, damit hat. Ne? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dich über dein Werkzeug jeden Tag ärgerst. Und es muss funktionieren. Und ich habe tatsächlich echt lange im Internet, nur im Internet gesucht, bis ich da das richtige Stativ gefunden habe. Ist gar nicht so easy und man muss ja auch echt das Geld auch dafür erstmal aufbringen, finde ich. Und ja, da sollte schon das Richtige dabei sein. Was mir jetzt auffällt bei diesem Stativ, der Sirui ist mit seinen 1,4 Kilo ohne Stativkopf ein paar hundert Gramm leichter als hier das Rollei. Das ist auch so, ich kann hier fast drum rumgreifen, es ist schmaler gebaut, so vom Packmaß her, wobei es fast gleich hoch ist. Es baumelt halt am Rucksack nicht ganz so hoch, aber es ist vom Packmaß her wirklich schmäler. Das gefällt mir richtig, richtig gut hier an dem Sirui. Und jetzt schauen wir uns mal die Stabilität an und die Maße und die ganzen technischen Sachen einfach, die wirklich auch wichtig sind für jemanden, ja? Der damit oft fotografiert. Also wie gesagt, vierteilig, Carbonbeine fahren wunderschön raus. Mit einem Handgriff hast du die Feststellschrauben festgemacht.
So muss es gehen. Das spart einfach viel Zeit. Und ich habe die Beine auch schon mal auseinandergeschraubt. Hier, ach, ich kann es auch direkt mal zeigen. Also hier habt ihr so eine Schutzkappe, hier habt ihr noch so einen Gummiabdichtring. Ist eigentlich wirklich wichtig, wenn man damit viel im Wasser unterwegs ist. So, jetzt stellen wir das Ding mal auf und stellen auch das Roller direkt mal auch daneben. So, pass auf, die Arbeitshöhe ist für mich unheimlich wichtig. Ich bin 1,76 groß. Jetzt hänge ich mal den Zollstock daneben. Wir messen mal kurz aus, wie hoch das Siru ist. Das ausgeklappt ist. Okay, steht hier auf 1,40. Da kann man davon ausgehen, wenn hier der Kugelkopf drauf ist, sind wir hier bei 1,50 Meter circa. Und hier das Rollei, das ist mal auf 1,37. Hat mir immer ausgereicht. Das Rollei hat auch eine Mittelsäule dabei, eine lange und eine kurze. Spricht auch für Rollei, dass man beide hat. Kann man einfach anpassen, wie man möchte. So, jetzt schaut her, das Sirui kommt hier mit einer langen Mittelsäule daher. So war es im Lieferumfang. Die kann man mit dieser einen Feststellschraube, die echt groß ist, ganz easy nach oben schieben. Und dann bist du auf so einer Arbeitshöhe, was für mich viel, viel zu hoch ist. Ich nutze sowas auch nicht. Was besonders ist bei diesem Siri, ist, dass die Mittelsäule nicht rund ist, wie bei allen anderen Stativen, sondern dreieckig. Hier gibt es so einen kleinen Hebel. Damit kann man die Mittelsäule ganz easy rausziehen. Das ist hier der Hebel dafür. Gut. Warum kann man die rausziehen? Gibt zwei Möglichkeiten, ja. Man kann die Mittelsäule von unten so reinhängen. Das heißt, man könnte jetzt im Makrobereich das Stativ runterfahren und sehr, sehr bodennah arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal so fotografiert habt. Ich finde es unheimlich bescheuert eigentlich. Ich kann so nicht arbeiten, dass ich das Stativ runterfahre und verkehrt rum so ins Display reingucke. Also ich komme damit nicht klar. Kommt halt darauf an, wie ihr euer Display drehen könnt an der Kamera, aber ist für mich eigentlich ein Riesenschmarrn. Ich nutze es zum Beispiel nie, aber das Stativ hat einfach dieses Feature. Meine optimale Arbeitshöhe ist hier auf Kinn- oder Gesichtshöhe. Und aus dem Grund habe ich mir eine kurze Mittelsäule dazu noch gekauft. Die ist nicht dabei bei dem Stativ. Die kostet nochmal 20 Euro extra. Das ist eine kurze Mittelsäule aus Carbon von Sirui für die ST-Stative. Und die habe ich eigentlich nur so im Einsatz hier drauf. Also das Ding hier habe ich noch nicht einmal verwendet. Obwohl sie schön leicht und schön ist. So, was man noch sagen muss, gibt es auch so ein Feature. Manche Kameras haben ja hier so ein großes Gewinde, manche haben ein kleines Gewinde. Das kann man hier mit so einem Druckknopf, zack, ist fest. Drücke ich drauf, kann ich es rausholen, umdrehen und dann ist wieder fest. Also gut, das ist halt hier ein ganz besonderes Feature. Braucht kein Mensch, aber es gibt's. Ich zeige euch mal, wie das Ganze jetzt aussieht mit der kurzen Mittelsäule. Ich habe hier meinen alten Kugelkopf, den TS3 Mark II von Rollei draufgeschraubt. Und es funktioniert ganz gut. Wisst ihr was, man muss auch darauf achten, wenn man den Kugelkopf hier draufschraubt, kann man von hier unten mit dem Imbus das ganze Ding nochmal festzurren, dass der einfach nicht mehr abgeht, wenn man ihn festgeschraubt hat. Wenn man aber jetzt hier mit dem Imbus reingeht und zu sehr an der Schraube dreht, dann hebt sich der Kugelkopf an. Und dann, wenn ihr anfangt, hier ein Panorama zu machen, dann wird das Ganze wobbelig. Also da muss man aufpassen, dass man da nicht wie ein Metzger den Imbus da festknallt, sondern das Ganze mit Gefühl macht. So, jetzt bauen wir jetzt die Mittelsäule hier mal rein. Fest, zack, boom, fertig. Das hat jetzt den Vorteil, dass ich sehr, sehr bodennah arbeiten kann. Mit dieser langen Mittelsäule kommt man nur so auf 47 cm Höhe runter mit dem Stativ. Aber ich arbeite ganz, ganz oft sehr, sehr bodennah. Und das ist einfach der Grund, warum mir eine Mittelsäule, eine kurze, sehr, sehr wichtig ist. Viel wichtiger als die hohe. Ja? So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal von der Stabilität aus an. Es ist ja auch immer ganz lustig,
wenn man ein Stativ so testet, da stehen alle Stative richtig stabil. Interessanter wird es eigentlich, wenn man die Beine einfach mal ausfährt. So, beide aufgebaut. Und eigentlich wirklich kein Unterschied. Beide halten echt was aus, hey. Wahnsinn. Locker. Ich bin der Meinung, dass man da locker 20 Kilo draufpacken kann. Locker. Auf beide. Also bei dem Roller hier weiß ich es ja tatsächlich auch, dass es wirklich auch schwere Objektive gut aushält. Auch im Wasser hält. Aber hier, Leute, dafür macht der Sirui echt einen guten Job. Die Beine, die sind hier achtlagig, hier mit Carbon verbaut. Und es ist halt einfach mal leichter zum Tragen als das Rollei. Das merkt man richtig für 400 Gramm. Jetzt so, selbst hier mit Stativkopf kommt es mir leichter vor. Echt Wahnsinn. Taugt. Ich sage euch auch nochmal die Höhe, wie es aussieht, wenn man mit dem Stativ Boden arbeiten will. Kommt man schon gute, ich glaube 15 cm gut runter so. Ja, so ist echt möglich, schön bodennah auch echt zu arbeiten hier. Das gefällt mir ganz gut. Also viel, viel besser für mich als mit dieser langen Mittelsäule. So funktioniert das sehr gut. Was ich auch sexy finde, wenn man jetzt im Winter zum Beispiel auf Schnee arbeitet oder wenn jetzt die Felsen gefroren sind, mit Eis überdeckt sind, kann man, wenn man hier an dem Fuß dreht, Spikes herausfahren. Und dann hat man wirklich einen sicheren Halt, ohne dass man jetzt irgendwie die Füße noch tauschen muss oder so. Ja. Es ist wirklich von Vorteil, weil diese Spikes, die ja zum Beispiel auch bei dem Rollei immer dabei sind, die habe ich noch nie verwendet, weil es mir einfach zu blöd ist, die Füße zu tauschen. So denke ich, werde ich es ab und zu mal nutzen, wenn das Stativ einfach auf glatten Untergründen steht, vielleicht auch in einem Bach oder was, wenn das Wasser fließt und ruckelt irgendwie am Stativ, dann werde ich diese Spikes nutzen. Also alles in allem fühlt sich echt wertig an, stabil. Man hat hier noch verschiedene Schrauben und vielleicht einen Monitor, also zwei Schrauben, eine große, eine kleine, dass man einen Monitor oder eine Filtertasche, einen Haken hinhängen kann oder wie man es eben braucht und nutzt. Die Schrauben habe ich bis jetzt noch nie wirklich genutzt. Aber was ich nutze, ist einfach dieser Mechanismus, dass ich die Beine verstelle. Das muss für mich auch mit Handschuhen im Winter gut klappen. Und der Drehmechanismus muss einfach einwandfrei funktionieren. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich ärgert draußen. Also, und das Ding vor allem sehr, sehr oft in der Hand hat. Na, ihr kennt es, wenn ihr ein billiges Werkzeug kauft, einen Schraubenzieher, der sich verdreht, oder am Auto irgendwie, da ist man nur am Fluchen und denkt sich, warum hat man nicht ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Ich bin allerdings auch davon abgekommen zu sagen, wenn man sich so ein Stativ kauft und nutzt es sehr, sehr oft, dass es 10 Jahre lang hält. Daran glaube ich nicht mehr, da habe ich noch vor 4 Jahren dran geglaubt. Das wird auch seine Schwächen in ein paar Jahren offenlegen, da bin ich mir sicher. Ja, was hat aber jetzt Sirui schlecht gemacht oder was gefällt mir nicht an dem Stativ? Was mir wirklich nicht taugt, dass diese kleine Mittelsäule, die 20 Euro kostet, dass sie die nicht beilegen. Also das hat mich genervt und ich war echt auch erstaunt, dass die nicht dabei war, weil das einfach, ich bin es halt so gewohnt von Rollei, dass die kleine Mittelsäule auch mit dabei ist. Dann musst du dir jetzt halt nochmal nachbestellen. Und auch ein großer Kritikpunkt, der eigentlich mit kleinen Mitteln behebbar wäre, ist diese Ummantelung. Die ist für mich unheimlich wichtig, weil im Winter, selbst mit Handschuhen, macht es einen riesen Unterschied, ob man an ein vereistes Stativ rangreift mit Schaumstoff oder ohne Schaumstoff. Ich war vorhin im Baumarkt und versuchte das Ding jetzt selber zu lösen. Und zwar, schaut her, ich habe mir solche Lenkergriffe aus Neopren besorgt. Da steht drauf, mal schauen, Lenkerüberzug, soft, ideal für Multifunktionslenker, angenehm, weich, mit guter Dämpfung, inklusive Lenkerstopfen. Das Witzige ist, hier im Baumarkt haben sie tatsächlich einen richtigen Lenkergriff, aber das Produkt ist was ganz anderes, aber
hat 8 Euro gekostet, es wird funktionieren. Ich könnte mir nur vorstellen, dass diesen Neopren sehr, sehr schwierig hier zum Draufziehen ist. Ihr kennt es ja, wenn ihr manchmal Dinge über irgendwas sehr Großes drüber ziehen müsst, braucht ihr auch vielleicht mal Hilfe. Ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Also gut, ich werde es vielleicht mal mit dem Föhn probieren. Ne? Zieh es drüber. Vielleicht probiere ich es auch gleich mal hier vor Ort. Ist ja keiner da. Ansonsten kann man diese Überzüge bestimmt noch für ganz andere Dinge verwenden. Jetzt noch mal ein Highlight zur Tasche, die dabei ist von Sirui. Da haben die Designer wieder so richtig mitgedacht. Schaut her. Das ist die Tasche. Hier drin ist hier noch die lange Mittelsäule. Gibt es noch einen Gurt dazu, Imbusschrauben, bla bla. Aber wenn man das Stativ jetzt hier in die Tasche packen will, ohne Stativkopf, ist das total easy. Mit Stativkopf schaut es dann so aus. Dass es echt knapp wird. Spaßeshalber probiere ich jetzt mal vielleicht den Stativkopf zu drehen. Dafür ist er ja auch da. Aber so geht es auf jeden Fall nicht zu. Das ist so ein Schmarrn. Diese Taschen, ne, nutze ich eigentlich auch nie, muss ich auch ehrlich sagen. Die haue ich eigentlich immer weg oder lege sie in die Ecke. Ich probiere jetzt mal den Stativkopf zu drehen. Wie das dann so funktioniert? Nee, könnte auch voll vergessen. Nee, also so und dann zusammenklappen geht nicht. Also man sieht, die Designer haben sich das Stativ angeschaut. Aha, so lang muss die Tasche sein, passt. Aber die sind wahrscheinlich keine Fotografen und wissen, dass zu so einem Stativ auch ein Kopf gehört. Und somit ist die Tasche für mich total sinnlos. Auch wenn sie ganz gut verarbeitet ist und hochwertige Reißverschlüsse hat. Sein Schmarrn, oder Leute? Aber echt schön leicht ist es, muss ich sagen. Es taugt. Also, ihr könnt sehen, wenn er zu groß ist, ist er zu groß. Das wird so nichts hier mit der Überstülpung. Dann brauche ich irgendeine andere Lösung. Schade, das hätte sich eigentlich ganz gut angefühlt. Also ihr seht, es ist nahezu perfekt. Ich muss aber da noch ein bisschen dran bauen und schauen, wie ich dieses Schaumstoffthema hier gelöst kriege. Vielleicht habt ihr dasselbe Thema, zum Beispiel bei diesen sehr teuren Gizzo-Stativen ist es ja auch so, dass ihr nur Carbon habt und keine Ummantelung. Man kann da zwar immer was mit Manschetten dazu kaufen, aber da bin ich auch kein Freund von. Ich mag einfach dieses Schaumstoff, was da fest anliegt und keine Druckknöpfe oder sowas da sind. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare eine Idee, was man noch verwenden kann. Vielleicht diese, ich glaube, die sind alle genormt, diese Lenkerüberzüge von 2 cm, was man da nehmen kann. Also, wenn euch aber trotzdem meine Vorstellung zum Sirui ST224 gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Like zu dem Video oder abonniert auch meinen Kanal für weitere, keine Stativvideos, sondern eher dann Landschaftsfotografie-Videos. Und ihr werdet das Stativ auf jeden Fall noch sehr, sehr oft in weiteren Clips sehen. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee.